Ganz schön windig hier auf dem Brocken. Da hat unsere Winde ganz schön zu tun, um unsere altgediente Technik aus etwa 35 Meter Höhe herunterzulassen. Wir sind hier auf 1142 Meter Höhe über dem Meer am Brocken im Harz und wir müssen sogar noch höher hinaus, denn wir müssen Technik, die wir nicht mehr benötigen, hier von unserer Sendeanlage abbauen. Also wir sind hier auf dem Brocken heute, um alte Richtfunkstrecken abzubauen. Die haben wir durch neue Techniken ersetzt. Und weil die Anlagen jetzt hier halt nur noch Störwerk sind, bauen wir die heute entsprechend runter mit unserem Team. Jetzt ist das Richtfunk. Was hat diese Richtfunkanlage bisher gemacht? Die hat bisher halt die ganzen umliegenden Täler halt entsprechend mit Breitband versorgt. Wir hatten hier zwei Strecken, die den Brocken entsprechend mit Breitband versorgt haben und halt vier, fünf Strecken, die in die jeweiligen Täler reingegangen sind. Von diesen Strecken konnten wir jetzt halt vier entsprechend ersetzen und die bauen wir jetzt halt zurück, damit sie halt hier auf dem Brocken nicht mehr rumstehen. Und durch was sind die ersetzt? Die sind jetzt ersetzt durch Glasfaserstrecken. Das heißt, der Glasfaserausbau hat ja in den letzten 10, 15 Jahren, seit die Strecken hier aufgebaut sind, entsprechend Fortschritte gemacht. Und hier auf dem Brocken haben wir jetzt seit neuestem halt Glasfaseranbindung und halt auch in zwei Tälern, die wir jetzt halt entsprechend nicht mehr mit Richtfunk versorgen müssen, sondern die Mobilfunkmasten haben jetzt halt eine direkte Glasfaseranbindung bekommen. Ilsenburg, Hüttenrode, Schierke und Wernigerode heißen die vier Orte, die jetzt Glasfaser haben. Ist Richtfunk ein Auslaufmodell? Nein, also für diese vier Orte natürlich jetzt schon. Da, wo Glasfaser entsprechend auch vorhanden ist, ist der Medienentscheid auch immer in Richtung Glasfaser zu setzen. Aber wir haben natürlich immer noch den ländlichen Bereich, entlegene Regionen, wo wir mit Glasfaser entsprechend immer noch nicht hinkommen. Da wird Richtfunk auch in Zukunft seine Daseinsberechtigung natürlich behalten. Wie war der Ausblick? Super. Also man kann echt heute super weit gucken. Es ist super schön klar, gutes Wetter, aber es war echt stürmisch. Also. Und du hattest keine Angst? Ich hab mir wirklich was in die Hosen gemacht. Also gerade das Hochklettern, dann sind diese Windstärken. Wenn man dann jetzt nicht so Vertrauen in die Technik hätte, dann glaube ich, würde man echt schon die Knie zittern haben. Ja. Okay, du bist gesund wieder runtergekommen. Das ist das Wichtigste. Jetzt lass uns mal kurz darüber reden. Ihr wart da oben und habt Richtfunktechnik abgebaut, weil Glasfaserverbindungen vorhanden sind. Was bedeutet das für die Kunden? Na, in erster Linie auf jeden Fall ein Qualitätsgewinn, weil mit Richtfunkstrecken, die sind sehr anfällig auch für Störungen. Gerade im Winter hier auf dem Brocken, was da für Eismengen an den Schüsseln dann sich ansammeln, kann sein, dass man die dann freimachen muss. Und durch Glasfaser haben wir das Problem halt nicht mehr. Das heißt, Kunden haben einfach ein besseres Netz, stabileres Netz und eigentlich für alle rundum eine bessere Aktion jetzt. Ich bin auch ganz schön vom Winde verweht. Für uns endet jetzt hier der Tag auf dem Brocken. Unsere Kolleginnen und Kollegen werden in den kommenden Tagen die Richtfunkgegenstellen in Wernigerode, Schierke, Ilsenburg und Hüttenrode abmontieren. Und dann ist auch diese Arbeit erledigt. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt uns einen Daumen nach oben. Wenn ihr Fragen habt oder Anmerkungen, dann nutzt die Kommentarfunktion unterhalb. Und ansonsten sage ich einfach Tschüss vom Brocken.